Hallihallo, meine Lieben. Ja, ich wollte euch heute mitnehmen und zwar ein bisschen vloggen. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war unterwegs mit Bruna zum Kinderarzt, weil sie irgendwie immer in die Hose macht, anstatt auf Toilette. Und deshalb habe ich hier auch schon Windel gekauft. Aber sie macht nur, wenn sie spielt oder eben auf PC. Ich meine, auf ja, YouTube-Videos schaut oder sonst. Oder in ihr Kinderzimmer, wenn wir unterwegs sind, dann nicht. Dann macht sie das nicht. Irgendwie, ja. Und dann meinte die Kinderärztin, es wäre vielleicht Verstopfung oder so. Sie hat mir aufgeschrieben, Zäpfchen und noch einen Saft, irgendwas. Kommt nachher, weil jetzt war das nicht da. Sie müssen das bestellen. Und ja, ich war noch kurz bei Rossmann und bei Netto. Habe ich ein paar Kleinigkeiten gebraucht. Und jetzt wollte ich für die Kinder kochen. Kartoffelpüree mit Spiegeleier lieben sie. Naja, Bruno mag gerne, manchmal nicht immer, Kartoffelpüree mit Soße. Und die Beatrice liebt Spiegelei. Ja, ich habe mich vorhin zwar ein bisschen geschminkt, aber bei der Hitze, obwohl heute, ich glaube, 23 Grad. Aber ich bin ja zu Fuß gegangen mit Bruna und auch wieder zu Fuß hier nach Hause. Und dann war ich noch bei der Apotheker. Aber wie gesagt, das war nicht da, die zwei Sachen. Mussten sie bestellen. Und trotzdem schwitze ich ja. Und obwohl ich heute Deo hatte, stinke ich schon wieder. Und gestern geduscht. Naja. Ach, was soll's. Ja, ich mit meinen Sorgen, ne? Aber ja, ihr mögt doch so meine Vlogs, ne? Und deshalb sehe ich nicht so frisch aus, obwohl ich meine Concealer drauf hatte, aber bei der Hitze ist alles schon weg irgendwie. Aber ich schwitze ja. Ich habe ein langes Kleid heute an und ja, ich wollte euch jetzt kurz zeigen, was ich eingekauft habe. Da gab es viele tolle Sachen bei Rossmann. Viele Angebote. Moment. Produkte sind jetzt 20%. Da habe ich drei verschiedene. Und ja, ich muss mich hinsetzen, weil ich kann nicht mehr bei der Hitze. Puh. Ja, einmal Fettentferner habe ich geholt heute. Gegen Kalk und gegen Fett und Schmutz für die Küche. 1,30 Euro oder so. Ja, wie gesagt, 20% und ich hatte leider kein 10% mehr von Rossmann. Sonst hätte ich ja mehr gespart, aber ich kann ja nicht. Ja, ich kann ihn nicht immer Glück haben. Und ja, dann habe ich. Da, allein die Farbe hat mich angesprochen. So eine Himbeere-Essig-WC-Reiniger gegen Urinstein und Kalk. Falls ihr wisst, wie ich meine Urinstein wegkriege, schreibt es mir gerne unten. Werde ich so früh drüber. Weil ich. Ja, das kommt nie weg bei meiner Toilette. Irgendwie bleibt das immer da, dieser Urinstein. Obwohl ich schon. Ja. Schon Backpulver, glaube Natron benutzt habe und sonst was. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wie gesagt, der hat 1,11 € oder 19 gekostet. Und dann gab es hier noch, da war auch, ich hatte wie gesagt ein Coupon von Couponplatz. Da habe ich noch extra, anstatt noch zusätzlich zu den 20%, die 50 Cent. Am Ende, ich glaube 1,20 € und der kostet über 2 €. Dieser ist teurer, 2,25 € der Normalpreis. Ja, da kommen wir weiter zu Rossmann. Ich habe mir die Normalbinden, weil braucht man immer als Frau, ne? Und hier steht neu, verbesserte Qualität, normal mit Duft und das riecht echt gut. Da war für 79 Cent im Angebot. Wie gesagt, ich hatte leider kein 10% in den App mehr. Dann habe ich, da mein Mann jetzt neues Shampoo braucht, der normal nimmt der immer Anti-Schuppen, diese ganz, die von DM, aber bei Rossmann mag ich die nicht so und bei DM war ich, ist zu weit von mir. Deshalb komme ich nicht so oft dahin und jetzt waren die Coconut Water für jedes Haar, Kokosduft und Mangosaft für 30 im abverkauft. Super, sogar für die Beatrice kann ich das nehmen, wenn ihr leer ist, da habe ich mir. Drei Stück mitgenommen. Ja, bei dem Preis hätte ich ja die 10% wäre noch um die 20 Cent gekostet eine. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Sie braucht neue hier Sonnenschutz für die Kindergarten. Die hier ist fast leer und da habe ich ja auch sofort zugeschlagen, weil diese Woche gab es ja von
San Ozan 20% auf die alle Artikel, habe ich einmal Rollon für die Kinder 50 plus für 2,99 und normal, und dann mit Prozent 2,29 einmal der. Und dann für eine limitierte Edition mit Bananenduft, ich habe mich in den verliebt. Allein der Verpackung, schaut mal, wie süß der ausschaut. Und ja, nach dem Schwimmbad, wie gesagt, mit Bananenduft. Für 1,50 € normal 2,25 €. Auch von San Ozon, Asan oder sonst Ozon, ja. Dann habe ich hier das Öl mit Zip. 1 Liter 20 Stück für 79 Cent, war im Angebot auch. Habe ich das neu entdeckt, habe ich das gleich für die Kinder mitgenommen. Wassereistüten, limitierte Edition, und bei dem Wetter braucht man das sowieso, ne? Ja, da sind 24 Beutel und das war nicht so günstig, und man kann ja auch diesen Saft, gibt es auch Direktsaft nehmen, egal welche, aber sie haben hier eine, also zwei von Enebio, Mango oder Traubensaft. Die war für 1,99 €, war nicht so günstig, war das teuerste, was ich geholt habe. Dann macht Beatrice immer diese Center Shock, aber dieses Mal mit Sour Mix für 79 war in der Kasse. Und ja, diese Angebote in der Kasse immer, die locken immer ein, ne? Ja, wir als Mamas müssen immer alles an die Kinder denken. Ich denke erst, ne, ist normal, dass man zuerst an die Kinder denkt und dann an uns selbst. Ja, dann habe ich für meinen Mann den Farman von Oro Amazonia Spirit Brazilian Vibes. Ich habe das im Laden gerochen, da war sehr gut. Ja, das riecht männlich so. Bei den anderen riecht das nicht so gut. Für Männer, ich meine, für Männer ja. Aber meine von Fahr liebe ich ja, Fahrdeo. Aber für Männer manchmal riecht das nicht so gut. Aber der riecht gut. Wie gesagt, der war im Angebot für 77 Cent. Und dann für mich habe ich das auch Brasilien. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich keine Brille an hatte. Auch Brasilien Wipes. Ipanema Nights, da riecht auch sehr gut. Ich habe das im Laden gerochen. Ja, riecht beides sehr lecker und auch neu und limitiert. Ja, bestimmt hier noch jetzt für den Sommer diesen Dufte. Dann war ich noch kurz bei Netto, wie ich erwähnt habe. Mal Kartoffelpüree, wie gesagt, für die Kinder, das lockere für 85 Cent. Ich wollte euch hier, packe ich euch hier zur Seite. Ja, weil sonst. So, einmal für die Kinder und für mich. Mal schauen, ob ich das esse. Dann Schnellkochreis in Beutel. Kochbeutel für 10, ich meine 4 Beutel. 10 Minuten Kochzeit für 79 Cent. Dann Netto, und da gibt es immer Coupons. Der kostet 66 Cent. Kann ich euch mal kurz zeigen? Moment. Weil die nehme ich immer mit, wenn ich unterwegs bin. So heißt das Magazin Gold. Und der kostet 66 Cent, aber da drin ist jetzt ein Coupon. War ein Coupon drin, wenn man hier die nächsten Ausgabe von August kauft, dann bezahlt man für das Magazin nur 33, weil da gibt es ein Coupon. Aber habe ich jetzt in meiner Tasche. Ja, wie gesagt, holt euch das, und da lohnt sich, wer zu Netto einkaufen geht. Lohnt sich das. Anstatt dass man den Normalpreis bezahlt, kauft man den für 33 Cent mit diesem Coupon, und dann man hat was zu lesen, Rezepte sind auch drin, und ja, und man macht nichts Falsches. Kann euch gerne zeigen. Zum Beispiel hier der, ne? Sieht sehr lecker aus. Oder hier jetzt für den Sommer Hähnchen Salat mit Kichererbsen. Auch sehr lecker. Ja, ich komme, ich filme gerade. Dann habe ich hier für die Kinder, für den Eis machen, diese Direktsaft Tropical Ananas Mango und Orange. Der war auch nicht so günstig, aber 1,59 € gekostet. Dann für Albi hatte ich auch wie gesagt, von diesem Magazin hatte ich einen Coupon, und der kostet normalerweise 1,69 €, und mit dem Coupon habe ich nur 99 bezahlt. Also hat sich allein den Preis, alleine den Saft, den Coupon von dem Saft, habe ich das ganze Magazin gekauft. Dann gab es hier, habe ich frische Eier, Bodenhaltung,
zwei Stück, die waren für 1,50 € im Angebot. Ein bisschen Aufschnitt, einmal Bierwurst für 8,80 € minus 30% war im Angebot und noch die 30%, ich glaube 50 Cent, nicht mal 50 Cent hat das gekostet. Dann für meinen Mann morgen für die Arbeit Forellen. Normal wäre, ich habe hier Kassenzettel nicht. Ich glaube 1 Euro oder 1,30 € oder so. Isst mein Mann ab und zu gerne. Dann zwei Hähnchen normal und Hähnchen mit Curry. Ich liebe Curry, Currywurst. Die waren für 79 je. Ja. Ja, mein Lieben, ich koche jetzt für die Kinder und ich nehme euch kurz mit. Wir haben jetzt schon 11 Minuten, aber ich nehme euch kurz mit und dann muss ich die Wäsche noch holen oben. Wir haben jetzt da oben, ich meine oben bei den Treppen noch, hatten wir immer schon gehabt, aber irgendwie ist das immer nur im Sommer, weil im Winter ist sehr kalt da oben. Ja. Und ich nehme euch dann kurz mit. Ja, das Wetter ist wieder schön, weil gestern es geregnet hat und heute haben wir um die 23 Grad. Und die wollte ich auch noch kurz zeigen. Die Coupon meinte ich ja. Ab dem 25. Juli kann man den neuen Katalog von Gold für 33 und da spart man 50%. Ja. Hat man bis diese von 25 bis 28. Zeit. Ja. Da mache ich jetzt die Eier für die Kinder. Holen. Ich habe immer hier ein. Leider ist mein Erd kaputt gegangen. Ich habe nur noch eine zum Kochen. Da muss ich noch diese Platten holen. Schreibt es mir unten, wenn ihr irgendwelche günstige Alternative habt. Ich bräuchte zwei. Ich meinte zwei solche. Aber in solche Platten. Diese, die kann man überall mitnehmen. Ist praktischer, kann ich hier um die Seite. Weil um die neue zu kaufen, wir bleiben nicht sowieso. Wir bleiben sowieso nicht für immer hier in Deutschland, da lohnt sich nicht und die Küche ist sowieso nicht unsere, also lohnt sich, es lohnt sich nicht. So, ich mache jetzt den Kartoffelpüree. Ich mag lieber, wenn die nicht so, ne? Sie mag noch zum Dippen das Eigelb. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Ich mache das immer so und dann mit dem Löffelchen macht ihr das auch? Bei uns machen wir das so, dass die gedeckt ist. Willst du essen? Die Bruna ist da. Die Bruna möchte essen, ja? Mama macht jetzt schon die Eier, ne? Für dich die große. Und Kartoffelpüree. Juppie, juppie, juppie. Zeig mal, wie schön du heute aussiehst. Diese Leggings mit Schmetterling, verschiedene. Und dann hat sie noch hier diese schöne Zöpfe, hat die Mama gemacht, ne? Ja? Eieiei, ich muss die Eier schauen. Mama muss die Eier schauen. Spritz mich immer, deshalb passe ich hier, Spiegelei zu machen. Schon als Kind schon gedacht. Warte mal. Leck, weg. So. Lecker Eier und dann den Kartoffel. Mama hat das vorhin gekauft. Und zeig mal Tante Heidi, den T-Shirt, hast du von ihr. Ist zwar für Bruna gedacht, aber ist noch ein bisschen groß und sie lieben beide den mit Katze und hier mit Glitzer, ne? Achso, hast du noch nicht gesehen? Mama hat das für dich geholt. Und Schüchen von Bruna, das ist Prinzessin-Schüchen, war von Beatrice, ne? War von Schwester. Und ja, magst du doch, ne? Diese Kaugummis. Aber in sauer jetzt. Sind sauer, steht da. Sauermix. Ja.
Willst du dann gehen? Lauf ein bisschen. Aber vorsichtig, das rutscht immer so. Papa, ja. Süße kleine Frau, ne? Wie eine große Frau bist du jetzt. Achso, ich wollte euch noch kurz zeigen, habe ich gestern bei Aldi geholt von Kokett. Küchenrolle für 1,25 nur. Limitierte Edition mit diesen süßen Faultieren. Und von Netto hatte ich die auch geholt, hatte ich vergessen zu zeigen. Hatte ich vergessen zu zeigen mit süßen Blümchen und der hat 1,95 € drei Stück mit drei Blatt auch. Und das für meinen Mann hat er alles geholt. Erdnuss geröstete ohne Salz XXL für 1,49 €. Ja. Und jetzt schaue ich meine süße Soße. Ist bestimmt gleich gut. Warte, ne? Mama. Was? Kitzchen, Kitzchen. Bisschen. Oh, Mami, Mami, Mami. Und wir lassen uns jetzt schmecken. Wartet mal, noch die Soße. Die Soße ist schon fertig. Mit extra viel Soße für Beatrice. Sie mag gerne Soße. Hier hast du deinen Teller. Sieht wie zwei Augen und der Kartoffel sieht wie, wie ein Mund aus. Das ist für dich. Und Mama nimmt das weg. So, und Mama isst da. Oder willst du hier essen? Willst du hier essen? Dann komm her, komm her. Bleib da sitzen. Ich esse hier an die Theke. Immer bei mir. Ich muss immer... Die Kinder sitzen und ich stehe immer. Ja, so ist Mamas Leben. Sie schauen jetzt was auf YouTube. Wir haben hier einen Fernseher hier im, aber das habt ihr schon bemerkt. Aber wir machen nur beim Essen die an. Oder wenn die Kinder nachmittags hier essen möchten. Ich hatte auch einen Coupon von ja, mein Müll. Muss ich gleich wegschmeißen. Nicht so laut, ja? Ja, Moment. Dein Gabel. Für dich. Ihr müsstet auch was trinken, ja? Moment. Hast du Schuhe verloren? Ja. Ja. Ja, sie schauen was. Magazin, ein Coupon von diesen Weinen. Das ist unsere aus Portugal. Steht sogar hier. Wird in Hamburg. Ist die zentrale Edeka-Zentrale in Hamburg. Ja, wird da gemacht und dann hier. Mit den Kindern ist so. Mama, mal schauen, ob das noch heiß ist. Schau mal. Ist gut jetzt? Ist noch heiß? War normal für 2,59 € und ich habe die für 1,99 € gekauft, obwohl ich keinen Wein trinke, aber hier im Sommer ab und zu mal und da steht sogar Sommer drauf, heißt das. Verão heißt Sommer bei uns. Und Vinho Verde heißt, wie heißt das? Grünwein, aber bei euch sagt man nicht so in Deutschland. Trockenwein, wie heißt das, diese hellen? Ist kein Rosé, das andere. Wie heißt dieses Wein? Weiß ich nicht. Aber jetzt packe ich den in den Kühlschrank und dann Abend vielleicht mit meinem Mann oder am Wochenende trinken. Und jetzt werde ich essen. Ne? Und wir sehen uns dann später. Bis dann. Ja, mein Lieben, ich bin wieder da und jetzt wollte ich mein Hackfleisch einfrieren. Habe ich gestern geholt bei Aldi. Ich habe plus 1,40 € dafür bezahlt. Bestimmt hat sie sich vertan, weil da stand Normalpreis 1,99 € und ich habe geschaut, da war fast 4 €, aber sie hat sich bestimmt vertan. Und dann noch bis heute alt war, deshalb muss ich die einfrieren in kleine Gefrierbeutel zu 1 Liter platt machen. Aber ich zeige euch dann, wie, wenn ich das fertig habe und dazu
habe ich noch diese Grillfleisch-Nackensteaks, Schwein mit Barbecue-Marinade. Werde ich morgen oder so machen für meinen Mann und ich, weil die Kinder essen das nicht. Und mal schauen, was wir heute Abend essen. Ich weiß nicht, ob wir warm essen heute. Vielleicht Nudelsalat mit Gemüse oder sonst was oder nur Brot. Mal schauen, wie das Wetter ist oder wie viel Appetit die Kinder haben, weil wir haben vorhin auch Mittag gegessen und ja, mein Mann nimmt ja immer warmes Essen mit zum Mittag und ja. Und nachher zeige ich euch, mache ich noch die Wäsche oben, wie gesagt, vorhin. Und ja, bis dann. Ja, so sieht das jetzt aus. 4 Stück von und die friere ich jetzt ein und dann mache ich mit Wäsche weiter. So sind die jetzt platt gemacht, 4 Säckchen. 260, weiß nicht, wieso ihr das nicht seht. Und jetzt 220, 260 und 250 ungefähr. Ja, weil die Kinder essen das fast nie. Und mal schauen, ob ich 2 Tüten mache oder eine. Aber wie gesagt, jetzt ist schon fertig. Und ja, und schaut mal, die Sonne scheint wieder. Die muss ich jetzt meine hier Ding spülen. Das Petersilie ist schon ein bisschen getrocknet, aber wir haben noch welche im Gefrierfach. Was das ist, weiß ich nicht, weil mein Mann kümmert sich immer da. Ja. Ach so, hier hat er schon eine Paprika, ist schon groß geworden eigentlich. Der war zuerst grün und jetzt ist der rot. Sieht schon schön aus, ne? Ja. Und noch ein bisschen Wasser. Hier mein Deko. Finde ich sehr schön. Oder hier mein Schmetterling. Diese große Blume, weiß ich nicht, wie das heißt. Schreibt es mir unten, wenn ihr das wisst. Das hat Beatrice damals, als sie aus dem Kindergarten, als sie gegangen ist, ne? Das war der letzte Tag, hat sie das von den Lehrerin bekommen. Das war 2 Stück zuerst und dann ist das ganz klein geworden. Müssen wir schneiden, weil das sehr gewachsen ist und jetzt sieht das schon so hoch. Das war 2 solche, aber den anderen ist irgendwie... War nicht mehr gut und hier, aber jetzt fängt das schon wieder an, hier eine kleine. So klein sieht das aus und dann wächst das so groß. Aber wie das heißt, weiß ich nicht. Meine schöne hier Deko, das habe ich schon über 3 Jahre. Hatte ich damals bei Kick oder bei Teddy geholt. Ja, bei Teddy. Für 50 Cent und normal ist 5 Euro. Das ist die Prinzessin und hier der Mann oder ein Prinz auch. Auch zu 50 Cent. Ja. Das ist meine grüne Wiese. Und jetzt mache ich weiter mit Wäsche. So. Einmal da. Und fertig. So. Also ich zeige euch jetzt noch hier die Wassereistüten. Wassereistüten von Rossmann. Schaut mal, das sieht extrem süß aus. Schaut mal, man macht das hier auf, dann den Saft da rein und dann wieder zu und dann kann man wieder in, obwohl das teurer war, aber man kann jedes Mal wieder verwenden oder nicht. Nee, leider, weil ich sehe hier, muss man hier aufmachen, wenn man das isst dann. Aber naja, das ist dann praktischer und die schmecken auch viel besser, Natursäfte, anstatt die noch fertig, die man kauft, die immer alles mögliche drin ist und ja, ist gesünder dann solche für die Kinder. Habe ich 2 drin, dann mache ich später noch mal welche und dann ja. So, wir sind da. Das heißt hier. Ich mache mal die Tür zu und packe euch hier irgendwo. Da habe ich auch meine Socken vorhin gemacht, so gelassen. Die trocknen sowieso aus, weil hier ist in der Sauna eben. Ja, da habe ich eine und da noch. Und hier solche zum Aufhängen. Ich habe 3 Stück.
Ja, die drei blauen sind unsere, das vom Nachbarin und ja. Ja, ich mache jetzt Wäsche, wie ihr seht, sind das unsere, hier drei, wir haben drei blaue, da, und die ist von Nachbarin, da habe ich hier noch meine Wäsche und meine vom Kinderzimmer und vom Flur haben wir die geholt, vorbei Ikea schon, da hatte ich letztens auch ein Roll abgedreht. Für 1,99 waren die. Und jetzt muss ich euch abstellen, weil sonst. Und ich hier, ich strahle. Ah, diese Hitze. So schlimm. Aber ich bleib mal stehen. Ja, ich bin in, ne? Shorts. Gemütlich zu Hause. Und ich mache jetzt, ich lege die schon mal zusammen. Aber mein Schlüpfer brauche ich nicht. Mein BH-Unterwäsche. Ja, das stört mich, das ist von meinem Mann dann. Ich nehme euch dann im Schnelldurchlauf mit. Da ist die ganze Wäsche. Ich mache jetzt auf. Bin kaputt. Ich mache jetzt die Wäsche noch in die Schränken räumen und dann mal schauen. Boah, ist das heiß. Schön kühl hier unten. Ja. Und ja. Und bis später. Wenn ich schaffe, dann filme ich noch ein bisschen. Wenn nicht, dann mal schauen, ob ich morgen filme oder heute noch zu Ende mache. Dann ein bisschen noch filmen und dann mal schauen. Bis dann. Bis dann. So, ich werde jetzt im Keller gehen, weil ich lasse mal hier eine Shampoo, weil mein Mann jetzt den Rest aufbraucht. Und dann habe ich hier, wie ihr seht, eine ganze Sammlung. Und ja, und dann zeige ich euch unten, was ich alles habe. Erschrecken. Ich zeige euch jetzt, man sieht nicht so viel, wartet mal. Ich habe ganz viele hier, da steht ein Fahrrad von meinem Mann und hier habe ich meine Duschgel-Sammlung, könnt ihr, dann mache ich demnächst, wenn ich schaffe, und hier andere Haushaltsprodukte, da auch ganz viele und da auch. Und ja, und jetzt packe ich die auch noch mit dazu. Das sind meine ganze Sammlung, 6, und von den Kindern, da sind noch meine andere 2. Achso, das ist von Fa, deshalb habe ich hier zur Seite gelegt, auch von Fa für meinen Mann, und meine, die 2, die ich heute geholt habe bei Rossmann, und dann den 2 neuen Shampoos, obwohl ich hier nur ein Shampoo habe, aber von meinem Mann habe ich diese 2 in 1, 3 in 1. Kann ich hier zur Seite packen. Hier eine Sammlung, Shampoo-Sammlung. Ich packe das hier zur Seite. Den Duschschaum hatte ich letztens von Rossmann. Und dann die 2, die eine andere habe ich hier oben gelassen. Und da kommt jetzt meine Sammlung von Shampoos. Und da habe ich habe hier davon so viele, weil damals, als ich die bekommen habe, da gab es immer, konnte man hier Coupons ausdrucken. Und da habe ich immer verschiedene. Und die auch für die Kinder, als sie
Da gab's, konnte man so viel man möchte, aber heutzutage kriegt man einen Code mit dem Namen von mir oder von meinem Mann und dann und die auch. Deshalb habe ich so viele, aber die sind ja verschiedene. Die ist mit Glitzer hell und da ist ein Pink mit Glitzer. Und dann hatte ich noch welche dunklere und hellere von den blauen. Haben wir schon alles aufgebracht, weil da steht ja kein Datum drauf. Habe ich bestimmt über 3 Jahre schon, als mein Bruder noch klein war. 4 Jahre bestimmt. Ja, und hier habe ich meine ganze Sammlung. Keine Duschsammlung, Cremeseife habe ich ganz viele von Aveeno. Viele. Und da habe ich noch 2, die eher Winterdüfte sind. Deshalb habe ich die hier unten gelassen, weil da kein Platz mehr war. Und die von Frühling hatte ich letztes Jahr bei Rossmann für 30 Cent so eine. Und die Nachfüllpacks auch, Nachfüllbeutel auch, aber die habe ich schon verbraucht. Und ja, da habe ich auch noch hier fürs Spa, da habe ich benutzt jetzt zur Zeit Frosch, wie ihr wisst. Und dann habe ich ja auch das alles, gab es damals bestimmt über 4 Jahre mit geklauten Schifferdinger, Farben. Und da gab es alles gratis, weil da gab es Coupons zu 1 Euro und jeweils, da waren fast alles zu 1 Euro, also alles gratis. Habe ich hier noch ganz viel in Blond und so, Mittelblond. Und ja, gab es alles gratis, das. Und das jeweils zu auch Coupons zu 20 Cent oder so. Schaumfestiger habe ich ganz viele. 2 davon. Die 3 sogar. 4 sogar und 2 von. Die habe ich für auch zu 25 Cent. Da gab es auch Coupons. Ja. Und da war auch gratis. Habe ich oben noch eine Spülung von Claudia Schiffer. Und das ist ein Finishöl. Gab es auch gratis, weil wie gesagt, damals gab es Coupons. Da habe ich ja auch letztens bei Kaufland diese Textilfarben für 1 Cent. Einmal in dunkelgrün, in rot. Wenn man das braucht, hat man das schon zu Hause. So für Stoff, so Bärenfarben auch zu 1 Cent. Und noch in rot dann. Ja. Das dann alles. Und ja, und ich gehe jetzt nach oben und mache weiter. Ja, mein Lieben, ich trinke jetzt ein bisschen Wasser, muss mich noch hier ein bisschen abkühlen. Ich habe so geschwitzt unten und bei Treppensteigen bin ich immer so kaputt. Und heute habe ich Bruno auch getragen und wegen meiner Rücken ist das nie gut. Aber was kann man machen, wenn die Kinder das möchten, ne? Aber ich kann nicht mehr. Das trinken wir zurzeit echt gerne, dass auch die Kinder Wasser mit Apfelgeschmack, ja, ohne Kohlensäure. Ja, ich sage jetzt, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Vlog und ich hoffe, mein Alltag, so mein Vlog hat euch gefallen. Vielleicht mache ich demnächst meine Küche ausmisten und aussortieren, aber das dauert immer zu lange und dann manchmal bin ich so kaputt wie heute. Und ja, und ja, mein Lieben, was soll ich da noch sagen? Heidi ist am Essen. Hallo, Heidilein. Sie ist am Essen, die Kleine. Ja, und sonst ist die Beatrice spielen mit den Freundinnen. Und Bruna ist im Kinderzimmer. Wir uns nächstes Mal, weil ich glaube, ich habe schon genug Material für heute, für den Vlog. Muss ja nicht so immer so lang sein. Und ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gefilmt heute Mittag. Dann den Food Halls und Rossmann Hall. Und dann habe ich Mittag gegessen, nach die Wäsche. Und vorhin habe ich meine so Vorratskammer, aber kein Essen, sondern als Haushaltssachen und sonst was und Pflege und alles habe ich unten im Keller. Und Essen habe ich hier in unserer kleinen Kammer, Vorratskammer, aber da ist nie Licht und dann sieht man nicht so besser, nicht so schön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt die Sonne. Wir haben heute schon das Wetter, wie ich vorhin erzählt habe. Und ich wiederhole mich immer und ja, und ich sage, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Achso, ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen möchtet. Unten oder hier werde ich euch den Abo-Button verlinken und ihr noch
zwei meine letzten Videos und dann sehen wir uns dann bald. Und ich hoffe, ja, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.